1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Freithemen-Nacht, wie immer freitags. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft an, ruft jetzt an unter dieser freien Telefonnummer, kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050. 0800 220 5050. Manuela ist die erste Anruferin heute Nacht, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Freut mich, dich zu hören. Ja, gebe ich zurück. Manuela, ja, um was geht's? Ja, also ich wollte über meine Sexualität sprechen. Ja. Beziehungsweise über meine Mutter, die diese nicht akzeptieren kann. Mhm. Ich bin bisexuell, ja, und habe mich mit 18 ihr gegenüber geoutet, nachdem sie mich etwas unter Druck gesetzt hat. Und sie hat ein ernstes Gespräch, beziehungsweise meine Eltern haben ein ernstes Gespräch mit mir geführt. Und da habe ich dann praktisch gestanden, dass ich mich in eine Frau verliebt habe. Mhm. Und das hat sie dann erst ganz locker genommen. Und dann hat sie gemeint, okay, dann kannst du ja die Männerposter runtermachen, die halbnackigen Typen da. Und habe ich gemeint, also du, nö, die finde ich eigentlich ganz lecker. Und dann hat sie mich, in dem Moment hat sie mich dann ganz entgeistert angeguckt und hat gemeint, boah, also jetzt ekelt sie mich an. Das hat sie gesagt. Ja, und in dem Moment ist mir auch natürlich ganz schlecht geworden. Naja, das hat sich dann wieder gelegt. Also sie hat natürlich ihre Gefühle und ihren Schock preisgegeben. Das ist in Ordnung. Also wir hatten trotzdem deswegen keine, sag ich jetzt mal, keine kalte Beziehung oder irgendwas. Nun liegt das ja schon eine ganze Weile zurück. Das war, als du 18 Jahre alt warst, dass sie so reagiert hat. Jetzt werde ich ja 24, nicht? Und also der Punkt ist der, dass sie zwar immer wieder danach rumgestochert hat, also ihre Bitte war die, bitte entscheide dich für eine Seite. So. Und da habe ich gemeint, ich kann es dir nicht versprechen. Also sie hat es immer als etwas Diabolisches hingestellt. Das machen nur Swinger und Gruppensex und das ist eine verteufelte Sache. Also sie wäre sogar damit einverstanden, wenn du sagen würdest, hier, ich bin voll lesbisch. Ja, das wäre ihr lieber, als so zwischen den Welten zu wandern. Ja, weil sie einfach eine, meine Mutter ist eine moderne Person. Das ist eine ganz arg tolle Frau, eine aber so modern klingt das eben auch nicht, was sie. Ja, ja, sagt. Aber das ist nur der Teil, verstehst du? Man darf das nicht bei ihr verallgemeinern. Und das ist einfach, ihre Angst ist die, sie möchte nur, dass ich glücklich werde. Gut, aber und das kannst du ihr doch wahrscheinlich vermitteln, dass du auf diesem Wege, zumindest so wie du das jetzt angepeilt hast, dass du auf diesem Wege erstmal glücklich wirst und dass das dein Ding ist. Sie hat halt ihre Meinung. Für sie ist es nicht der Lebensweg oder der glückliche Lebensweg, in dem man heute eine Frau und morgen einen Mann hat. Also gut, dann sagen wir mal ganz einfach, das ist eine falsche Meinung. Zumindest ist diese Meinung falsch für dich und für viele andere Menschen auch, die in dieser Richtung gestrickt sind. Ich weiß. Ich meine, schau mal. Das Problem ist immer, dass ich nie damit mit meiner eigenen Sexualität klargekommen bin und ich immer gedacht habe, so, ich muss mich jetzt entscheiden, oh mein Gott, und ich muss die Finger lassen von Frauen oder beziehungsweise ich muss mir jetzt irgendjemanden suchen, bei dem ich auch bleibe. Aber das ist ja wirklich eine ganz entscheidende Frage auch, wie du mit deiner eigenen Sexualität klarkommst. Ja, kommst du richtig gut klar? Ja, seit 1,5 Jahren wunderbar. Ich fühle mich so gut wie noch nie. Mhm. Ich lebe einfach mein Leben. Ich habe viele Affären. Ich meine, meine Mutter hat auch nicht ganz unrecht. Ich führe ein flatterhaftes Leben. Ich bin keine Schlampe. Ich gehe nicht mit jedem ins Bett. Aber man kann ja flirten. Man wird gefallen an jemand anderem. Okay, lass mal die Mutter und die Bewertung raus. Ja. Du sagst, dass du seit 1,5 Jahren wirklich gut lebst. Ja. Mit deiner Bisexualität. Ja, ja. Damit, dass du zwischen den Welten wanderst und hast mal einen Mann, mal eine Frau. Ja. Und findest es gar nicht beklemmend, dass du dich nicht festlegst? Nicht mehr. Ich habe mich entschieden, mich nicht mehr zu entscheiden. Das ist doch der entscheidende Satz. Du hast dich entschieden, dich nicht mehr zu entscheiden. Richtig. Die Mutter ist eine moderne Frau, sagst du. Ist sie auch wirklich, wenn du sie kennenlernen würdest. Sie ist eine wirklich Frau. Okay. Das bedeutet, dass die Frau ja eigentlich dann auch mit Argumenten zugänglich sein müsste. Und wenn die eigene Tochter das so ausdrückt, wie du es gerade ausgedrückt hast, ist sie doch eigentlich schachmatt gesetzt. Oder? Sie ist nicht so, es ist nicht so einfach.
Du sagst, du bist glücklich. Du sagst, das ist dein Ding. Du bist glücklich. Was soll denn die Mutter darauf noch sagen? Ja. Du musst ja sagen, du willst Mama, du willst mein Glück. Das ist mein Glück. Also was gibt es da noch zu diskutieren? Manuela, bist eine erwachsene Frau von 24. Ja, das weiß ich, aber das ist halt, schau mal, das Problem ist einfach das, dass wir wirklich ein offenes Verhältnis haben. Und bis auf diesen Punkt, und es bedrückt mich wirklich sehr, kommen wir dann nicht auf einen Nenner. Aber was gut läuft, sie fragt mich nicht mehr deswegen. Also dieses Thema, das lassen wir einfach, weil ich hab damals, also das letzte Mal haben wir richtig ausführlich darüber geredet, da war ich 20. Gut, und okay. Und haben wir gesagt, Darf ich nur kurz zu Ende führen? Ja. Da haben wir gesagt, okay, ich habe meine Meinung, du deine lassen wirst. Mhm. Also es hat nichts an der Liebe geändert. Gut. Und wenn das jetzt eure Lösung ist, in Anführungszeichen, dann ist es doch auch erstmal okay. Dann belass es dabei und redet erstmal nicht miteinander. Ja, das wollte ich dich fragen. Ich meine, aber soll ich hier wirklich, aber wenn sie mich, guck mal, letztes Jahr habe ich fetten Liebeskummer gehabt, wegen einem Mädchen. Und ich war sowas von depressiv, das habe ich noch nie erlebt. Und ich war so am Boden zerstört und aggressiv, dass sie das natürlich gemerkt hat. Ich kann ihr da nichts vormachen. Mhm. Und was ich so schlimm fand, ich konnte mit ihr nicht darüber reden. Mhm. Ich konnte es nicht. Mhm. Weil ich dann natürlich wieder, und dann hat sie so ein bisschen was gespürt, Mütter haben ja immer so einen Instinkt, und dann hat sie so gemeint, so, du, wenn es wieder irgendwas damit zu tun hat, bitte guck, dass du deinen Lebensweg machst, guck, dass du dich entscheidest, weil sie denkt immer, ich hab's jetzt verstanden. Ja. Du kannst ihr natürlich nicht deine Sichtweise aufdrängen. Das ist klar. Nee. Sie sollte dir auch nicht ihre Sichtweise aufdrängen. Lass ich auch nicht zu. So. Geht nicht, weil ich nicht jetzt, werden. Ja, genau. Wenn sie aber immer noch so verhaftet ist in ihrer Anschauung, so wie du es jetzt gerade bei dem Beispiel genannt hast, dann ist wahrscheinlich das Klügste, man hält erstmal den Mund, man liebt sich, man macht so alles miteinander und hofft, dass sich das irgendwann auflöst oder aufweicht. Und wenn du nun mal starken Liebeskummer hast, dann weine ich bei Freunden aus. Ich habe meinen Bruder, meine Freunde, Gott sei Dank, natürlich. Ja. Aber ich meine, darum geht's mir ja nicht. Es geht mir einfach, weil ich wirklich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe. Ja. Und ich möchte sie nicht anlügen. Nein, gut. Aber irgendwann, man kriegt nicht alles unter einen Hut. Nee, du kriegst nicht alles unter einen Hut. Anscheinend ist es so, Es sei denn, du eröffnest nochmal das Gespräch und lässt es nochmal auf einen heftigen Disput, auf einen Streit ankommen. Oh Gott. Das könnte man nochmal machen. Aber davon habe ich genug. Okay. Wenn du genug hast, dann ist die Sache auch gegessen. Dann gibt es eben kein Gespräch im Moment über dieses Thema mit deiner Mutter. Bis sie, und das sollte eigentlich der Fall sein, von sich aus sagt hier, sie müsste eigentlich den ersten Schritt machen, finde ich, wenn sie eine moderne Frau ist. Ja, was ich mir halt überlegt habe, ist, also wenn ich das Thema ansprechen würde, dann wirklich nur, nehmen wir an, ich habe jetzt eine Frau gefunden, mit der ich längere Zeit zusammen schon bin, und da das Vertrauen habe und sag, okay, also das ist jetzt die Frau an meiner Seite, die ich liebe, dann könnte ich es mir eventuell vorstellen. Ja gut, dann bist du ihr wieder entgegengekommen. Das ist ja genau das, was sie will. Sie will ja, dass du dich entscheidest. Das ist ja genau das Ding. Ich würde jetzt im Moment erstmal schweigen. Mach du dein Ding. Ich bin froh, dass du, mein Bruder hat mir dasselbe gesagt wie du. Ja. Und das war auch meine Meinung. Ich meine, also wenn ich jetzt jemanden wie du da einen Ratschlag geben würde, würde ich dasselbe sagen. Ja. Ich habe mit Freunden, mit meinem Bruder darüber geredet, ich wollte einfach eine neutrale Person, die ich hören. Das war mir wichtig, weil du mir außerdem sehr sympathisch bist. Und wir hoffen, dass die Mama in irgendeiner Form irgendwann sich mal ein bisschen mehr auf dich zubewegt und vielleicht auch dann diesen Weg akzeptiert. Ja, ich kann nur allen Bisexuellen, die wirklich gerade zuhören, sagen, Leute, lasst euch nicht davon abhalten, ihr müsst alle glücklich werden und auch die, wo Angst haben. Ja. Ihr braucht keine Angst haben, tut einfach, was ihr fühlt, weil das ist das Wichtigste, was im Herzen ist. Liebe Manuela, das ist sehr lieb, dass du es gesagt hast. Ja. Zieh die Sache so durch, wie wir es gerade gesprochen haben und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Du hast mich in meiner Meinung bestätigt, ich danke dir. Okay, tschüss Manuela. Mach's gut, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere Faxnummer 0800 220 5051. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, dann ruft mich ganz einfach an. Nathalie ist hier. Nathalie ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nathalie. Um was geht's bei dir? Also bei mir ist es so, meine Oma ist vor 2,5 Jahren gestorben und ich musste halt früher mal auf sie aufpassen und weil ihr ging es halt nicht mehr so gesundheitlich so gut. Mhm. Und dann ist sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Im Krankenhaus ist sie halt verstorben. Wie alt war sie? Meine Oma war 78. Mhm.
Und jetzt ist es halt so, dass ich sie immer sehe. Du hast aber eine sehr alte Oma gehabt, ne? Für dein Alter jetzt. Du bist 17 erst und 78. Ja, meine Eltern sind aber auch schon alt. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und dann ist es halt jetzt so, dass ich, sie erscheint mir halt, aber sie sieht so aus wie eine richtige Person, wie ein Mensch und redet auch. Und ich muss mit ihr zusammen trinken oder Karten spielen und sie verfolgt mich halt. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe versucht, mit meiner besten Freundin darüber zu reden. Also die tote Oma erscheint dir? Und du musst mit ihr trinken, musst mit ihr Karten spielen? Ja, sie ist mir auch schon mal in der Straßenbahn erschienen und dann durfte ich nicht aussteigen, weil ich zu meiner Freundin wollte, aber sie hat gesagt, ich darf es nicht tun und ich Seit wann erscheint sie? Direkt damals nach dem Tod? Nee, das ist so ein halbes Jahr später ist aufgetreten. Wie siehst du denn diese Frau vor dir? Ist es wirklich eine reale Person oder ist es eher so was Nebulöses? Nein, es ist eher eine reale Person. Das ist halt, ich drehe mich um und plötzlich ist sie da, aber genauso plötzlich verschwindet sie dann auch. Bist du schon mal nah an sie herangetreten und hast versucht, sie zu berühren? Ja, dann verschwindet sie aber direkt wieder. Mhm. Und sie spricht mit dir. Du hörst ihre Stimme, ja. So wie du die Stimme von früher. Ja, genau so. Und ich gebe ihr dann auch Antworten auf das, was sie mir sagt, genau wie früher. Sie hat mir früher auch gesagt, was ich machen soll und ich habe es auch so gemacht dann. Mhm. Du hast einige Beispiele gerade schon genannt. Einmal solltest du nicht aus der Bahn aussteigen. Ja, das war, da wollte ich zu meiner Freundin fahren und sie hat es mir verboten, hat gesagt, ich muss in der Bahn drin bleiben, bis sie mir wieder erscheint und mir sagt, dass ich aussteigen kann. Mhm. Wie oft kommt das vor? Das wird immer mehr. Also am Anfang war es sehr selten, einmal im Monat höchstens und jetzt ist es schon fast täglich, dass es vorkommt. Hast du gerade so was Seltsames gesagt, du sollst oder musst mit dieser Erscheinung Karten spielen? Ja, sowas passiert auch. Das ist schon zweimal vorgekommen. Wie hat man sich das vorzustellen? Du sitzt dann an einem Tisch und spielst mit einem Geist, einer Erscheinung Karten? Ja, aber es ist ja kein Geist, deshalb, und mir glaubt keiner. Ich habe auch schon... Ja, okay, erklär mir das doch erstmal. Ich sitze halt am Tisch und plötzlich, wenn ich aufstehen will, sitzt sie halt vor mir und sagt, dass ich Karten rausholen soll und sie verteilen soll. Und dann verteilst du die Karten? Ja, dann verteile ich die Karten und dann muss ich es halt für sie, muss ich die Karten austeilen und auch für sie spielen, weil sie halt so krank ist, dass sie es nicht spielen kann. Das heißt, ich nenne es mal die Erscheinung. Die sitzt dir gegenüber, die hat aber nicht die realen Karten in der Hand. Nee, das muss ich machen. Die sagt mir, was ich machen soll und ich muss das dann auch machen, sonst wird sie, also die schreit dann manchmal auch schon sogar. Mhm. Das hört sich so an, als wäre dir diese ganze Geschichte sehr lästig und dass du gar Angst hast davor. Ja, ich habe sehr viel Angst, weil ich weiß auch gar nicht mehr weiter. Ich habe versucht, auch meinem Freund Sebo das zu sagen, aber... Ich hab's nicht geschafft. Aber der Freundin hast du es gesagt? Ja, aber die hat's mir nicht geglaubt. Und dann habe ich halt gedacht, meine letzte Rettung war mein Freund, aber dem traue ich mir nicht, das zu sagen. Ja. Was ist mit den Eltern? Hast du es den Eltern versucht, mal zu erzählen? Mit meinen Eltern komme ich ja gar nicht klar. Deshalb kann ich auch nicht mit denen reden. Ich habe eigentlich nicht viel mit denen zu tun, wenn ich ehrlich bin. Das Verhältnis zwischen dir und deiner Großmutter, das war ein sehr enges Verhältnis vermutlich. Ja, das war ziemlich eng, weil sie war auch... sie hatte keine gute Gesundheit mehr und ich habe immer für sie gesorgt und so. Sie ist ja letztendlich dann durch einen Autounfall ums Leben gekommen und nicht aufgrund ihrer Erkrankung. Nein, sie ist mit einem Taxi gefahren und dann hat der Taxifahrer einen Unfall gebaut und dann ist sie eine Woche später im Krankenhaus verstorben. Ja, warst du dabei? Nee, leider nicht. Mhm. Was für eine Erkrankung hatte sie? Die hat so viele Medikamente genommen, weil sie musste halt so viel und dann hatte sie Leberzirrhose, wenn die Leber halt zerfällt. Wie sah das denn früher so aus, bevor sie gestorben ist? Wie oft warst du bei ihr? Ich war täglich bei ihr, weil die hat nicht weit von uns weg gewohnt und ich bin eigentlich immer zu ihr gegangen. Mhm. War das so eine Art vielleicht auch Ersatz für Eltern, für Mutter, für Vater? Hast du den engeren Kontakt zu deiner Oma letztendlich gehabt als zu deiner Mutter? Ja, genau das ist es. Ich habe es auch so gewollt eigentlich. Hm. Wie erklärst du dir dann, dass die Oma, wenn sie dir erscheint,
eigentlich ja nicht freundlich erscheint, ne? Eher doch immer so ein bisschen ruppig, ne? Wie du es gerade beschrieben hast. Ja, vielleicht ist sie wütend und will mir noch irgendwas sagen zuvor, weil ich habe sie ja an den letzten Tagen, ihren letzten Tagen nicht mehr gesehen. Mhm. Meinst du, machst du dir irgendwelche Vorwürfe, dass du irgendwas nicht richtig gemacht hast? Oder? Ja, das überlege ich, aber ich habe immer auf sie aufgepasst. Ich habe um sie gesorgt, mich um sie gesorgt, mhm, und ich habe ihr alles gebracht, was sie haben wollte. Mhm. Ich weiß nicht, was es sein könnte. Als du dann erfahren hast, dass sie verstorben ist, wie war das da für dich? Was ist da passiert in dir? Ja, da ist sozusagen eine Welt in mir zusammengebrochen. Mhm. Weil dann ist halt alles, was ich dann noch hatte, ist dann kaputt gegangen und dann wusste ich halt überhaupt nicht mehr weiter, außer dann mit meiner Freundin zu reden oder mit meinem Freund, ja. Aber das traue ich mich ja auch dann nicht. Also Nathalie, ich glaube dir, dass du deine Oma siehst. Ja? Ich glaube dir das wirklich. Dass du das so erlebst und dass das deine Wirklichkeit ist. Und ich glaube, dass da sicher sehr viele komplizierte Dinge im Hintergrund mitbestimmend sind, dass du sie siehst. Deshalb möchte ich sehr gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt weiterredest. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Könnte ich dann noch vielleicht mit dem noch was länger reden? Weil du kannst mit dem noch länger reden, ja. Mhm. Ich glaube nämlich wirklich, dass du in eine gute psychologische Betreuung musst. Ja. Um auch diesen Schmerz und auch diesen Verlust, dass die Oma nicht mehr da ist, die dir ja offensichtlich so viel bedeutet hat, um das zu verbinden. Ja, dann ich danke, dass du mit mir geredet hast, weil wenigstens einer hört mir zu und versteht mich auch. Ja, das geht jetzt so, du legst auf und mein Psychologe, der heißt Johannes mit Vornamen, der ruft dich an und dann könnt ihr in aller Ruhe reden und auch alles Weitere vielleicht planen, was noch zu tun ist. Okay. Dankeschön, das ist echt nett, danke. Nathalie, alles Liebe und alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Es geht weiter mit dem Peter. Peter ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Peter. Dein Thema? Mein Thema ist, ich arbeite seit dem 17.02. im Bestattungsdienst. Und wir haben schon einige Leute abgeholt. So, aber heute war der Ausnahmefall, das war das Schlimmste, so, was mir überhaupt passieren hätte können in meinem Beruf, so. Moment mal, jetzt eins an dem anderen. Du arbeitest seit dem 17.02., das ist ja noch nicht so ganz lange, bei einem Bestatter. Also Bestattungsdienste. Bei einem Bestatter. Das heißt, wir holen nur die Verstorbenen ab, und bringen dann entweder Gerichtsmedizin, oder eben direkt zum Friedhof hin. Ja. Ist das für dich so ein Job, oder hast du da vorher auch irgendwie eine Ausbildung oder eine Einweisung machen müssen? Nee, da bin ich über die Zeitung dran gekommen, weil ich bin von meinen Eltern ausgezogen, weil ich habe meine Lehre beendet als Fliesenleger. Und, und dann bin ich mit meiner Freundin und mit meinem Jungen weggezogen, weil in eine Familie, Vater und Sohn, das geht auf Dauer nicht gut. So. Ich war immer der kleine Lehrling noch, konnte holen, so. Irgendwann hat mich das angekotzt, da habe ich gesagt, Feierabend. Okay, raus aus dem Elternhaus. Ja, da sind wir weggezogen, und über die Zeitung habe ich jetzt am 17.02., also am 9.02., auf dem Sonntag habe ich das in der Zeitung gelesen. Ja. Und eine Woche später, am Montag, das weiß ich noch, genauso wie heute, hatte ich meinen ersten Einsatz, haben wir eine alte Frau abgeholt, so, aus dem Krankenhaus. Also ich wusste nicht, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen Bestattungsinstituten und Bestattungsdiensten. Du hast es gerade beschrieben, die Bestattungsdienste fahren nur die Leichen hin und her. Die kümmern sich dann nicht um den Verstorbenen weiter? Nee, hinterher gar nicht mehr. Ich meine, nicht irgendwie waschen oder für die Beerdigung sorgen, so, das machen wir gar nicht. Wir sind Vertragspartner, von der Polizei. Ja. Und wir holen nur da die Verstorbenen ab. So. Und bringt die Verstorbenen dann in ein Bestattungsinstitut zum Beispiel? Ja, direkt zum Friedhof hin oder zum Institut hin oder eben zur Gerichtsmedizin. Oder zur Gerichtsmedizin. Nun ist das ja eine Entscheidung. Ich immer zur Gerichtsmedizin. Ja. Nun ist das ja eine Entscheidung, wenn man aus einem ganz anderen Bereich kommt, du bist Fliesenleger, so einen Job zu machen, finde ich schon erstmal eine heftige Entscheidung. Da muss man doch schon eine Weile drüber nachdenken. Kann ich das? Bin ich stabil genug dafür? Ich habe mir, wirklich eine Woche hatte ich ja Zeit, um den Job überhaupt anzufangen. Und ich habe mir da wirklich Tag und Nacht, habe ich mir dann Kopf drum gemacht. Aber wir haben jetzt eine neue Wohnung und dies und das, und dann habe ich nur ans Geld erstmal gedacht. Ja. So, nur sind weil, damit wir über die,
über der Runden kommt. Verstehe. Ich habe einen 7-jährigen Sohn und darum habe ich mir gesagt, ich sag mal, das Geld steht erstmal an Vorderstelle. Klar. Und wenn ich es nicht schaffe, dann musst du ja den Gin schmeißen. So, nun sind einige Monate vergangen, haben wir schon Mai, Anfang Mai. Wie ist denn jetzt dein Resümee, wenn du sagst, wenn du jetzt die Monate zurückguckst? War das schlimm? Ja, ich sag mal, da gab es junge Fälle, da gab es ältere, überwiegend, ich sag mal, ältere Leute. Ich habe eigentlich gedacht, ich sag mal, dass ich jetzt abgebrüht bin, so in diesem Beruf. Aber ich hätte nie gedacht, ich sag mal, was heute so gekommen ist, so, ich sag mal, dass mich das so mitnehmen würde, so. Heute, speziell heute an diesem Tag? Speziell heute Morgen. Was ist passiert heute? Heute Morgen, ich sag mal, weil wir haben immer von der Arbeit aus, ich sag mal, 7 Tage, 24 Stunden Dienst. Und danach, ich sag mal, eine Woche frei. Und dann wieder Dienst. Ich sag mal, und heute Morgen, habe ich meinen Dienst angetreten heute Morgen. Ja. Um 8 Uhr. Ich sag mal, klingelte um 10:30, 10:35, so in dem Dreh. Ich sag mal, klingelte der Telefon, Einsatz. Da bin ich zu 4 Mal hingefahren. Und da hieß es, ich sag mal, verstorbenen, ich sag mal, älteren Mann, ich sag mal, aus der Wohnung zu holen. Ich dachte eigentlich, ich sag mal, so wie immer, also, ich sag mal, ganz normal. Aber man hat uns ja vorher nicht gesagt, ich sag mal, dass diese Person schon, so wie die Kripo sagt, 2-3 Monate, ich sag mal, auf der Couch halb gelegen hat. Weil wir kamen, ich sag mal, in die Wohnung rein, ich sag mal, da war ein Bild des Grauens, sag ich mal. Ich sag mal, so was habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Kannst du das vielleicht, du musst es ja nicht so detailliert machen, aber kannst du es grob beschreiben, was für ein Bild sich dir darbot? Da lag, ich sag mal, ein halb skelettierter, älterer Mensch, ich sag mal, so halb auf der Couch. So, ich sag mal, wenn ich mich am Fußende, ich sag mal, von der Couch so hinsetze und meine Füße gerade hochschlagen will, so in dem hat er das versucht, ich sag mal, sein Bein vielleicht noch auf der Couch zu legen. Ich sag mal, um Augenpartien, ich sag mal, die Augen waren gar nicht mehr da. Ich sag mal, um eine Nase rum, ich sag mal, um den Mund, alles so, ich sag mal, so gesichtsmäßig, war schon teilweise skelettiert. Und eben viele Maden befallen. Die meisten Maden, ich sag mal, da waren schon einige Maden, ich sag mal, die waren wirklich schon verpuppt, das sind ja dann nur. Das heißt, du hast die Maden auch gesehen, die konnte man so sehen, wenn man vor der Leiche stand. Das war nur noch ein Krabbeln, was da, ich sag mal, überall. So war, es hat doch wahrscheinlich auch ungeheuer schlecht gerochen, ne? Gestunken. Ja, den Gestank, ich sag mal, den habe ich jetzt, egal was ich esse oder versuche zu trinken, ich sag mal, ich habe den Geschmack in der Nase, im Mund, überall. Wie macht man denn das, wenn ein Mensch schon so verwest ist, der, also ich sag das jetzt mal ganz profan, weil ich keine Ahnung davon habe, zerfällt der nicht, wenn man den rüberheben will, jetzt vom Sofa in einen Sarg? Ja, wir haben ja, ich sag mal, bei uns in der Firma, wir haben keine Särge immer dabei, wir haben, ich sag mal, nur eine normale Trage. Und um eben einen Verstorbenen, ich sag mal, von der Couch oder vom Boden aufzuheben, gibt es einmal so einen Fußsack, einmal nur für die Füße, so ein Mittelteil und eben einen so einen Teil, ich sag mal, für den Kopf und für den Rücken so. Ja. Ich sag mal, und wir haben versucht, den normal von der Couch runter zu heben. Ich sag mal, da fiel schon erstmal die ganzen Maden runter und ich sag mal, die ganzen Einzelteile. Gut, okay, das müssen wir jetzt auch gar nicht weiter beschreiben. Wir erahnen, dass das ungeheuer schlimm und auch eine für dich auch dramatische Situation war, das zu sehen und das mit durchzustehen. Wie lange hat diese ganze Aktion gedauert? Ja, so wo wir eingetroffen, so vom Eintreffen, ich sag mal, bis zum Abtransport, ich sag mal, eine halbe bis 35 Minuten. Was normalerweise, ich sag mal, sind wir innerhalb von einer Viertelstunde sind wir wieder weg. Konntest du noch erahnen, wie alt dieser Mann geworden war oder konnte man das gar nicht mehr sehen? Ich konnte das gar nicht mehr sehen. Weiß man, an was er braun, gestorben? Blau, ich sag mal, alles, das weiß ich nicht, das sah aus wie so ein schlimmsten Horror. Ja. Weiß man, an was er gestorben ist oder warum er gestorben ist? Nee, weil wir mussten ihn direkt, ich sag mal, zu Gerichtsmedizin bringen, ich sag mal, weil der Tod, ich sag mal, noch unschlüssig war. Aber es stand, ich sag mal, wo wir in die Wohnung reingekommen sind, überall Tabletten auf dem Tisch rum, es lagen Schnapspullen, ich sag mal, Bierpullen, alles lag da rum. Würdest du sagen, dass das heute jetzt das schlimmste Erlebnis war, das du in den einigen Monaten gehabt hast, während du als im Bestattungsdienst arbeitest? Das war das Allerschlimmste. So schlimm, dass du heute Abend ins Grübeln vielleicht geraten bist, soll ich das weitermachen? Ja. Ich habe mir jetzt einen Kopf drum gemacht. Ich habe auch direkt mit meinem Chef gesprochen, weil von meinem Chef die Frau, die ist Psychologin. Ich habe direkt, ich sag mal, morgen kann ich da hinkommen, ich sag mal, darüber zu sprechen. Ja. Ich sag mal, und mein Chef hat mir direkt Urlaub gegeben. So, ich sag mal, ich muss diese Woche meinen Dienst nicht so beenden. Er hat mir direkt freigegeben. Er hat gesagt, ich sag mal, mach dir einen Kopf drüber.
kannst du es weiter oder kannst du es nicht weiter. Gab es denn Momente, während du das gemacht hast, während du diese wirklich schwere und schlimme Arbeit gemacht hast, dass du vielleicht kurz vor der Ohnmacht warst oder so? Nee, das so nicht. Das Schlimmste war, ich sag mal, von meiner Sicht her, wo wir den runtergetragen haben, erstens der Gestank so, und wo wir dann im Leichenwagen drin hatten, bin ich erstmal direkt, um die Hausecke direkt kotzen gegangen. Da ist mir alles durch den Kopf gegangen, und das war der schlimmste Moment eigentlich so. Hast du das mit einem Kollegen gemacht und mit zwei Kollegen? Also mit einem anderen Partner. Wir fahren immer nur zu zweit raus. Hat der das ein bisschen, ist der härter drauf? Hat er das eher weggesteckt als du? Ja, der arbeitet schon 18 Jahre. Oh ja, dann wird der schon kleine Kinder abgeholt. Ja. Der hat alles schon eigentlich abgeholt. Ja. Und für ihn sagt er, der hat gerochen, wie Kölnisch Wasser, sagt er. Du hast wahrscheinlich jetzt auch noch, obwohl einige Stunden schon vergangen sind, und ich kann mir vorstellen, dass du geduscht und gebadet hast, wie wahnsinnig, das noch in der Nase, den Geruch. Ja, ich schmecke das so, wie der gerochen hat, so einen Geschmack habe ich momentan im Mund. Ich bin eigentlich keiner, der irgendwie so am Trinken ist oder sonst was, aber heute musste mir erstmal, 3-4 Bier habe ich mir jetzt getrunken, aber das schmeckt einfach nicht, weil ich kriege immer wieder den Geruch in der Nase. So. Also ich finde auch, Peter, wenn das so sehr dir an die Substanz geht, dass das nicht der richtige Job für dich ist. Ich glaube, dass das nur ganz wenige Leute machen können, die sehr hart gesotten sind oder die das auch irgendwie so klar trennen können. Und wenn du da morgen oder in den nächsten Tagen ein Gespräch mit der Frau deines Chefs, die Psychologin ist, hast, finde ich das gut. Und der Chef scheint ja auch sehr sensibel mit euch oder mit dir umzugehen, indem er gesagt hat, hier, du hast jetzt erstmal ein paar Tage frei und geh mal in dich, überleg, was deine Sache ist. Ja, er hat mir das ja direkt von sich aus angeboten, weil er hat ja direkt gesehen, wo ich hinterher wieder auf den Hof gekommen bin, das hat mir wirklich so gar nicht gut. Also wenn es wirklich so dramatisch ist, ist es nicht dein Job, finde ich. Na, aber das ist ja nicht immer so, dass wir so, solche Fälle hatten. Das war jetzt, in diesen knapp 3 Monaten, wo ich dabei war, das erste Mal so. Ja. Und der, mein Partner, mit dem ich immer raus war, der sagte auch, Peter, du kommst darüber weg, sagt er. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du darfst dir keinen Kopf um die Angehörigen machen, dass die zwar am Trauern sind, aber das muss dir scheißegal sein, auf Deutsch gesagt. Aber besprich es eben mal in aller Ruhe mit dieser Frau, die ja auch eben dann sehr vertraut ist mit diesem Metier, mit dem Gewerbe. Und ich weiß nicht, das ist eine Sache, die du ganz für dich in aller Ruhe entscheiden musst. Wo die Grenze ist, dessen, was du ertragen kannst. Aber irgendwo ist dann auch Schluss und es geht nicht mehr weiter, wenn das so erschütternd ist. Ja, da habe ich mir auch jetzt den ganzen Tag so, weil ich sitze jetzt nur noch auf der Couch rum, ich habe mir einen Kopf drum gemacht, aber... Ja. Möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht auch noch ein paar Worte reden jetzt? Ah, ich glaube, ich gehe da morgen früh, habe ich dann einen Termin. Gut, dann machen wir es so. Dann wünsche ich dir ein gutes Gespräch morgen mit der Frau und auch eine Entscheidung, die für dich und letztendlich dann auch für deine Familie richtig und gut ist, Peter. Ich kann ja mal... Wie ich mich entschieden habe, kann ich mir daran immer melden. Ja, mach das, auf jeden Fall. Alles Gute wünsche ich dir. Und, könnte ich vielleicht von dir ein Autogramm haben? Kannst du haben, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse, okay? Okay, ich bedanke mich. Tschüss. Einmal wollte ich die Steffi nochmal grüßen. Okay. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Jan-Peter. Stimmt, ne? Hallo, Jan-Peter. Hallo? Jan-Peter ist nicht am Telefon. Hallo? 19 Jahre alt. Ich glaube, das war nichts. Dann machen wir weiter mit Markus. Und Markus ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Markus. Dein Thema? Ja, mein Thema sind Schulden. Und ich weiß nicht mehr, wie ich mit denen weiterleben soll und kann. Wie viele Schulden hast du? 52.000 Euro. 52.000 Euro? Ja. Warum? Die habe ich selber nicht verursacht. Also ich habe Erbe antreten müssen. Also ich bin jetzt auch gerade erst 20, mache eine Ausbildung. Und durch dieses Erbe, ich habe das erfolglos ausschlagen können, eben nicht ausschlagen können. Und dadurch habe ich diese hohen Schulden. Also du hast Schulden geerbt? Genau. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn man im ersten Moment denkt, man Erbschaft ist immer was Tolles und man kriegt immer Geld, aber das ist ja nicht so. Ja, das Ding war, die Erbschaft habe ich von meinem Vater, den habe ich nie gekannt, ich war seit meinem zweiten Lebensjahr im Heim, bis ich 15 war, danach war ich im betreuten Wohnen, bis ich 18 war,
dann ein Jahr in Lüneburg und dann anderthalb Jahre auf der Straße. Ja. Und während dieser Zeit ist mein Vater gestorben, wovon ich ja nichts wissen konnte, weil ich diese Person, wie gesagt, nicht kannte. Und selbst wenn ich sie kannte, hätte man mir das nicht zustellen können. Und als ich eine feste Wohnadresse hatte, habe ich dann halt irgendwie Post von vom Nachlassgericht in Duisburg bekommen, wo man mir halt sagte, irgendwie, ja, sie sind Erbe geworden. Und darauf fiel mir erstmal nicht viel ein. Ne? Nee, na, da hast du wahrscheinlich zum ersten Mal gedacht, toll, super, ich habe was geerbt. Nee, noch nicht mal. Also mir hat man vom Jugendamt immer gesagt, wenn irgendwann mal sowas kommen sollte, dann schlag das aus. Also dem Jugendamt war das bekannt, dass da viele Schulden da waren und so. Nur ich wusste halt nicht, wie ich auf so ein Schreiben reagieren soll. Also ich wusste überhaupt gar nicht, was. Aber wenn du doch schon vorgewarnt warst von dem Jugendamt, hättest du nicht einfach da irgendeinen Menschen, den du schon kanntest von früher aus dem Jugendamt mal anrufen können? Hier, was mache ich jetzt damit? Gut, das habe ich getan. Der Amtsvormund hat mir halt geraten, einen Anwalt mit hinzuzuziehen. Und das habe ich dann auch gemacht irgendwie. Ja. Und dann habe ich mir erstmal einen Kopf gemacht, wie soll ich einen Anwalt bezahlen? Ich meine, ich bin gerade von der Straße runter, habe gerade eine Wohnung aufgebaut, habe gerade eine Ausbildungsstelle auch als damals noch 19-Jähriger und hatte halt kaum Geld. Und bis ich dann mal daran kam, dass man halt von der jeweiligen Stadt irgendwie so einen Zuschuss für einen Anwalt bekommen kann, waren dann auch wegen wieder 10 Tage oder so verstrichen. Man hat nur 6 Wochen Zeit, eine Erbschaft auszuschlagen. Ach so. Das heißt, du hast das jetzt, ich sag's mal, ein bisschen flapsig verbummelt, die ganze Sache. Ja, ich war beim Anwalt. Unwissend. Bitte? Unwissend verbummelt. Ja, genau, unwissend. Mhm. Also ich meine, mit Absicht hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Und ich war halt beim Anwalt. Wie weit war denn diese Frist schon überschritten von 6 Wochen, als du... Also ich habe Benachrichtigung bekommen und vom Gesetz her heißt es irgendwie, dass man 6 Wochen nach Erhalt der Nachricht, dass derjenige verstorben ist und dass man halt Erbe wird, dass halt die 6-wöchige Frist irgendwie dann mal losgeht. Dann war ich beim Anwalt. Und okay, wie lange war die überschritten schon, als du das kapiert hast, die 6 Wochen? Noch gar nicht. Also, aber dann hättest du es doch ausschlagen können. Ja, nur wie gesagt, ich habe erst nach 10 Tagen einen Anwalt hinzugezogen und und dann habe ich einen fatalen Fehler gemacht und das hat der Anwalt nur nebenbei erwähnt. Ich hätte diese Erbausschlagung, die mein Anwalt mir vorbereitet hat, hätte ich notariell beglaubigen lassen müssen. Ach so. Also ich merke schon, das müssen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Das ist ein juristisch was schiefgelaufen. Du hast die Schulden am Hals aufgrund der Erbschaft und diese 52.000 Euro, das ist die komplette Negativ-Erbschaft, so kann man sagen. Ja, und es kann noch mehr kommen. Das heißt, du hast von deinem Leben überhaupt keine Schulden gemacht? Nein. Nein, das ist alles, was du von deinem Vater jetzt gerade zurückgelassen bekommst, quasi. Genau, Ist ja nun wirklich auch der super Hammer, ne? Ja, da ist der Vater, der sich... Vom Gesetzgeber her ist das eine totale Lücke. Furchtbar. Dass jemand, der sein Leben lang... Ich meine, ich bemitleide mich selber nicht. Ne? Ich meine, ich hatte bisher ein tolles Leben. Also ich habe sehr viele Erfahrungen sammeln können und bin auch... Nein, aber wie absurd das Ganze ist. Da hast du... dein Vater hat sich um dich gar nicht gekümmert, sein ganzes Leben lang. Nie gekannt eigentlich. Gekannt und dann stirbt er und... du kriegst dann nochmal so eine Delle auf den Kopf, indem er dir 52.000 Euro hinterlässt. Genau, Minus. Genau, und das Ding ist halt, ich war vorher bei einer, darf man das sagen, Sparkasse in Lüneburg und bin jetzt hier in Halle an der Saale, irgendwie in Sachsen-Anhalt und habe hier versucht, bei der Sparkasse ein Konto zu eröffnen und die haben natürlich meine Daten kontrolliert, ne, Schufa-Auskunft und so weiter und so fort und die haben mir gesagt, geht nicht. So, jetzt ist das so schief gelaufen. Gibt es denn überhaupt keine Möglichkeit für dich, wenn du den Gerichten oder wer immer das auch zu entscheiden hat, deine Situation und die Situation ganz klar legst, gibt es keine Möglichkeit für dich, da rauszukommen? Nein. Definitiv nicht. Das heißt, du hast definitiv diese Schulden am Hals. Genau, und jetzt habe ich halt das Problem irgendwie, dass mir der Gerichtsvollzieher auch ins Haus kommt, ne?
und eine eidesstattliche Versicherung von mir will und die möchte ich partout nicht unterschreiben, weil ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet irgendwie. Das heißt, man kann gar nichts mehr, also keine Verträge mehr unterschreiben. Gut, das bin ich, da bin ich jetzt auch schon eingeschränkt dadurch, dass ich in der Schufa stehe, ne? Und dadurch, dass ich die nicht unterschreiben will und da bin ich auch ein Sturkopf, droht man mir auch mit Knast. Also man kann wegen Schulden nicht ins Gefängnis kommen, ne? Wie ist denn so deine gefühlsmäßige Lage? Hast du nicht einen irren Zorn auf diesen toten, verstorbenen Vater, dass er dir das jetzt auch noch angetan hat? Also ich habe schon überlegt, mein Vater liegt im, am Friedhof irgendwo in Duisburg, genau muss ich das noch, ich habe schon echt überlegt, auf seine Grabstelle zu pissen, also das ist, es hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen krank an, ne? Aber das ist halt, er hat mir mein Leben versaut und das für mindestens 30 Jahre, weil so lange können die an mich. Ne? Ja. Gibt es denn jetzt in der ganzen Misere, in der du da drin hängst, gibt es irgendeinen Plan, den du für dich schon überlegt hast? Also ich mache eine Ausbildung als Bäcker, habe jetzt noch einen zweiten Beruf irgendwie im Internetcafé angefangen. Ich arbeite wie ein Hund, also ich muss morgens um 3 Uhr raus, also heute jetzt nicht. Und arbeite nachmittags bis abends dann im Internetcafé, finde kaum noch Schlaf, um wenigstens ein bisschen abzubezahlen. Weil ich weiß, die können halt 30 Jahre an mich. Ne? Ja. Und warst du bei einer Schuldnerberatung? Ja, war ich, aber die konnten mir auch nicht, die haben mir so, haben mir vorgeschlagen, halt so einen Hilfeplan aufzustellen, irgendwie, was ich mir dann monatlich irgendwie an Essenskosten und sowas leisten kann, und das kann ich mir genauso gut auch selber machen. Und die haben halt auch den Vorschlag gemacht, dass die halt Gläubiger von meinem Vater, sind ja nicht meine Gläubiger, gut, jetzt sind es meine, dass die halt anschreiben und Stundungen vereinbaren. Nur wir nutzen keine Stundungen. Dann du wirst es ganz vom Hals haben, ne? Das ist dein Ding. Genau. Ja. Also, schlimme Situation. Um nicht zu sagen, hochätzende Situation. Aber was ich gut finde, ist, dass du so doch zupackend bist und fleißig bist. Du machst deine Ausbildung, du bist Jobs in dem Internetcafé und willst eigentlich das Ding ja schaffen, ne? Alleine schaffen. Wenn das Ding ist auch, dass ich wirklich Angst habe, diese Jobstellen zu verlieren, ne? Weil die Pfändungen gehen natürlich nicht nur bei mir ins Haus, sondern die gehen auch zu meinen Chefs, ne? Wo die halt sagen, irgendwie der Lohn geht in Zukunft nicht mehr an Markus, sondern der geht woanders hin. Ne? Also die dürfen nur ab einem gewissen Einkommen dürfen die pfänden, aber... Also wirklich eine üble Lage. Trotzdem würde ich dir wirklich wünschen, dass du die Power besitzt, in den nächsten Jahre, und das werden viele Jahre sein, das durchzuziehen und irgendwann das große Erfolgserlebnis haben wirst, zu sagen, wow, ich hab's geschafft. Ich hab's mit 50, jetzt bin ich 20 und ich glaube nicht, dass... Ja, vielleicht gibt's irgendwelche Zufälle oder Umstände oder man weiß es ja nicht. Ich habe mir schon oft überlegt, irgendwie aus den ganzen Dingen wieder auszubüchsen. Ich meine, ich bin ja auch noch nicht so lange irgendwie sesshaft jetzt wieder, ne? Und ich bin ja auch nicht umsonst. Aber genauso darf es nicht passieren, Markus. Ja, weil dann reichest du dich wieder noch mehr rein. Jetzt bist du gerade auf einem Weg, dich zu etablieren für ein ordentliches Leben. Und dann kannst du alles vergessen wahrscheinlich an Traumverwirklichung, was du vielleicht im Kopf hast. Also, wie auch immer, nicht wie auch immer, sondern zieh's durch. Ist leicht gesagt, ich weiß es. Aber ich habe schon Respekt davor, dass du das jetzt so angegangen bist. Das finde ich schon sehr toll. Mach es und zieh's weiter so durch. Okay, danke. Alles Gute, Markus. Ja, ciao, du. Tschüss. Daniela, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo, Daniela. Hallo. Dein Thema, um was geht's? Um den Unfall, der gestern Morgen passiert ist, mit den 5 Toten, mit dem Bus. Jetzt helfen wir auf die Sprünge. Wo war das? Das war hier in Gelsenkirchen. Da waren 5 Menschen im Auto, die frontal gegen einen Bus geknallt sind. Man kriegt so viele schreckliche Sachen. Das war auch im Fernsehen gewesen. Ja, klar. Aber das hatte ich jetzt nicht genauso auf dem Schirm, dass das passiert ist. Mhm. 5 Leute sind umgekommen dabei. 5 Leute sind umgekommen. In Gelsenkirchen. Ja. Diese 5 Leute, saßen die in dem Bus oder im Auto? Im Auto. Im Auto. Im Auto. Bist du mit irgendeinem dieser Menschen verwandt, bekannt? Ich war mit einem verlobt, ja. Aber ich kannte alle 5. Du kanntest alle 5? Ich kannte alle 5. Beschreib diesen genauen Unfallhergang doch mal. Also wie ich es jetzt mitgekriegt habe mittlerweile, durch Fernsehen, Polizei, sind die wohl mit gehöhter, ziemlich hohem Tempo in der Kurve ins Schleudern gekommen. Und dann kam den Linienbus entgegen, da sind die frontal mit der Seite dagegen. Also
war der PKW schuld? Ja. Mhm. Wer hat dein Verlobter den PKW gefahren? Nein, der hat hinten drin gesessen. Was ist gestern passiert? Ja, was gestern morgen auch so passiert. Du musst ja eigentlich jetzt unter dem absoluten Schock noch stehen. Ja, kann man so sagen. Wie lange kanntet ihr euch? Wir waren 3,5 Jahre zusammen. Wir haben auch zusammen ein gemeinsames Kind. Wie alt ist das Kind? 2,5. Ja. Wann hast du es erfahren? 7:45 sind die bei der Unfall und um 12 Uhr hatte der, war der Bruder von dem Fahrer bei mir gewesen. Mhm. Der hat einen Anruf gekriegt gehabt, dass die Polizei da war und dass die 5 Toten dann wohl zu uns gehörten. Mhm. Die anderen Leute, was waren das, Freunde oder Verwandte? Das oder? Waren 2 beste Freunde und 2 Kollegen. Mhm. Und du kennst auch den Fahrer? Ich kenne auch den Fahrer. Die waren ja alle vorher bei uns gewesen, die sind von uns aus zusammen abgehauen. Ja, hat er getrunken? Wir haben ein bisschen Tanz in den Mai gefeiert. Das heißt, er hat getrunken? Ein bisschen was, ja. Hm. Ist bei dir große Wut, großer Hass da auf den Fahrer? Irgendwo schon, ja. Weil er das verursacht hat? Weil er die hat mit einsteigen lassen. Weil, bitte? Weil er hat die anderen Leute mit einsteigen lassen. Na gut, das hätte er ja tun können, wenn er nicht zu viel getrunken hat. Ja, klar. Es geht ja jetzt darum, dass er auch wohl offensichtlich sehr schlecht gefahren ist, ne? Ja. Unvorsichtig gefahren ist. Ja. Aber du vermutest, dass er ein bisschen zu viel getrunken hat. Ja, anscheinend schon. Hm. Das weiß man natürlich jetzt noch nicht genau. Nein, nee, noch nicht. Hm. Wie hast du jetzt heute den Tag verbracht? Ich habe meinen Verlobten heute nochmal gesehen. Konntest du ihm die Verletzung ansehen? Ich habe das Gesicht gesehen, es war ziemlich angeschwollen, sage ich mal, verfärbt und er hatte einige Macken. Hm. Wo hast du ihn gesehen heute? Auf dem Friedhof. Der wurde heute von der Gerichtsmedizin freigegeben. Ja. Also in der Leichenhalle auf dem Friedhof? Ja, wurde aufgebaut. Hm. Warst du alleine da? Nee, mit der ganzen Familie. Meine Eltern und seine Eltern. Hm. Was macht man denn bloß in diesem Moment, oder was ist da innerlich in einem los, wenn man dann in so eine Leichenhalle, was ja schon ein beklemmender Ort ist, und da ist der Verlobte, mit dem man noch bis gestern wunderbar gelebt hat und Pläne hatte und ein gemeinsames Kind hat, wenn der dort aufgebahrt ist und man sieht dieses tote Gesicht? Schrecklich. Großes Loch. Konntest du überhaupt weinen vor? Ich hab geheult, ja. Hm. Und danach? Was macht man danach? Nachdenken. Warum habe ich ihn nicht zurückgehalten, dass er zu Hause bleibt? Mhm. Wo wollten die denn überhaupt hin? Die wollten erst meine beiden besten Freunde wegbringen nach Rückendorf. Mhm. Und dann wollten die beim Kollegen den Keller noch ausräumen. Mhm. Um wie viel Uhr genau sind die losgefahren? 8 Uhr. Morgens? Ja. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, die haben die ganze Nacht durchgefeiert? Ja. Und wollten dann den Keller aufräumen? Ausräumen, ja. Auch komisch. Das haben die da vorher schon gemacht gehabt und wollen dann den Rest noch erledigen, weil der musste um bis 11 Uhr den Schlüssel wieder abgeben von der Wohnung. Oder von dem Keller, beziehungsweise. Und du machst dir jetzt irgendwie Gedanken, hätte ich ihn bloß nicht mitfahren lassen und hätte ich mir den Typ angeguckt, der fährt? Ja. Was, glaube ich, aber auch ganz normal ist, dass man das dann macht, wenn so ein Unglück passiert ist. In dem Moment, in der Nacht oder am frühen Morgen hast du keine Bedenken gehabt? Weniger, weil für mich war der nicht irgendwie betrunken, besoffen oder wie auch immer. Mhm. Der war für mich ganz normal. Wurde denn in irgendeiner Weise darüber gesprochen? Hier, kann der nicht? Ist es ein Risiko, ist es nicht ein Risiko? Eigentlich weniger. Mhm. Also ich habe es nicht so mitgekriegt, ob irgendeiner gefragt hat oder sonst was. Ja. Ihr habt ja ein ganz, ganz kleines Kind. 2,5 sagst du. 2,5. Mhm. Hat das Kind das schon irgendwie mitbekommen, dass da was Schlimmes passiert ist? Noch nicht. Weiß noch gar nicht. Wie planst du das zu machen? Ich das mal so wüsste. Mhm. Ich bin dann voll aus der Wohnung raus, will meine Eltern erstmal hin. Weil in der Wohnung kann ich erstmal nicht bleiben. Mhm. Wie ist so der Rückhalt in der Familie? Ja, die helfen mir alle, klar, aber irgendwo blocke ich ab. Ja. So heute der Tag, als du dann bei deinem Verlobten warst in der Leichenhalle. Das meinte ich gerade auch danach, weil,
was hast du dann gemacht? Bist du dann irgendwann alleine nach Hause gegangen und warst dann auch mit dir alleine? Oder hast du mit den Verwandten dann noch ein paar Stunden verbracht? Wir waren erst mal bei den Verwandten kurz gewesen. Danach war ich dann bei meinen Eltern zu Hause. Und dann kam halt auch eine gute Freundin, die auch von meinem Verlobten gut befreundet war, noch zu mir. Und aber irgendwie habe ich total abgeblockt. Mhm. Warum blockst du ab? Weiß ich nicht. Aber du hast die angerufen jetzt. Ich versuche da irgendwie mit selber klarzukommen. Hm. Was verstehen, warum. Hm. Das ist das Schlimme, dass man das nie verstehen wird, warum ja. So ein junger Mann so aus dem Leben herausgerissen wird. Oder wie alt waren die anderen also ungefähr zwischen? Zwischen 19 und 28. Ja. Hm. Hast du mit deinem Verlobten mal so über das Thema Tod oder plötzlichen Tod gesprochen? Boah, wir haben das Thema mal gehabt, was denn wäre, wenn irgendwann mal sowas passieren würde, wegen Beerdigung und all so ein Kram. Aber es ist dann so weit weg für einen, weil man denkt, das betrifft einen so nicht und ja. Man ist noch jung und gesund und alles ist in Ordnung. Mhm. War die Beziehung zwischen euch richtig, richtig gut, würdest du sagen? Ist das also die letzte Zeit eigentlich schon, ja. Mhm. Weißt du, Daniela, ich glaube, natürlich muss man das letztendlich bei sich und für sich alleine bewältigen, so einen ungeheuren Schmerz. Ich glaube, dass so einen Schmerz auch nur jemand nachvollziehen kann, der das selbst erlebt hat. Aber ich glaube andererseits auch, dass es wichtig ist, dass man sich anderen öffnet, dass man auch die Trauer zeigt und dass man auch redet mit anderen Menschen. Wir reden ja jetzt auch darüber, weil ich glaube, dass dieses Reden und dieses Öffnen ein Teil der Bewältigung ist, das irgendwann mal irgendwie zu verarbeiten. Aber ich meine, es ist jetzt so frisch bei dir, darüber kann man ja noch gar nicht reden. Nee. Von verarbeiten oder begreifen, das kannst du nicht begreifen im Moment. Das kann man auch nicht begreifen. Das ist einfach nur grauenhaft. Will ich auch irgendwo nicht. Nein. Wahrscheinlich willst du vielleicht auch noch gar nicht wahrhaben, dass er nicht mehr da ist. Das habe ich dann kapiert, wo ich ihn heute nochmal gesehen habe. Ich habe auch gestern Abend so durcheinander, wie ich war, nur versucht, ihn anzurufen. Ja. Da gibt es Handy klingelte sogar noch. Ja, ja. Ich habe begriffen, der geht gar nicht da drin. Mhm. Auch jetzt in der Wohnung, da liegen jetzt tausend Sachen von ihm rum, die ja ständig die Erinnerung bringen und. Ja, ich bin aber bei meinen Eltern. Ich werde am morgen früh mit seiner besten Freundin hinfahren und die Sachen so ein bisschen so zusammensuchen. Weißt du, was ich glaube, dass es gut war, dass du heute in der Leichenhalle warst und ihn nochmal gesehen hast. Du hast gerade gesagt, danach habe ich verstanden, dass er tot ist. Das ist sicher einer der ganz ersten Schritte des Begreifens, was da passiert ist. Natürlich auch ein Abschied nehmen, was man sonst auch nicht tun kann, wenn der Mensch so abstrakt irgendwie weg ist, einfach weg ist. Es tut mir sehr, sehr leid, was dir passiert ist, Daniela, sehr leid. Und ich möchte dir wirklich mein tiefstes Mitleid aussprechen. Ja, danke schön. Das ist schon wirklich ein Schock, ein absoluter Schock und ein Unglück. Ja, kann man so sagen, aber ja. Er hat nichts mehr gespürt, er war sofort tot. Ist das ein gewisser Trost für dich, dass es so war? Das ja. Wo ich gehört habe, wie er gestorben ist, also sofort einen Genickbruch hatte, da habe ich dann doch schon gedacht, war doch schon ganz gut so für ihn. Ja, das finde ich auch, dass das ein Trost ist. Wenn man sich vorstellen würde, er hätte vielleicht noch stundenlang irgendwie schlimmste Schmerzen aushalten müssen und gelitten und so weiter, ja, das ist noch trauriger alles. Nur die Freundin, die da mit drin gesessen hat, die hat noch gelebt. Die haben sie noch versucht zu retten, aber da war nichts mehr. Diese anderen Leute, waren das enge Freunde von dir oder nur so Bekannte? Zwei waren ziemlich eng gewesen. Und dann um die Freundin, also die Frau, die dabei war, mit ihrem Mann, oder mit ihrem Verlobten. Also Daniela, ich finde, dass du wirklich dich auch vielleicht zwingen solltest, dich nicht zu sehr einzukapseln, sondern zu reden, zu weinen, deine Trauer auszusprechen, auch zu zeigen. Ich finde auch gut, dass du angerufen hast hier. Das haben wir wenigstens ein bisschen miteinander sprechen können. Und ich biete dir natürlich jetzt auch ein weiteres Gespräch mit meinem Psychologen an, auch ohne eine Zeitbegrenzung. Da könnt ihr in Ruhe reden, solange du möchtest. Ja, ist in Ordnung. Ja, dann legst du bitte auf und Johannes ruft dich an
Und ich wünsche dir alle Kraft der Welt, die jetzt für dich nötig ist. Okay. Alles Liebe. Okay, tschüss. Auf Wiederhören. Jetzt bin ich verbunden mit Sandra und Sandra ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Domian. Hallo Sandra. Also, es geht darum, ich wurde früher vor meinem dritten Lebensjahr missbraucht von meinem Vater. Ich habe es nicht verstanden. Vor deinem? Vor meinem dritten Lebensjahr wurde ich von meinem Vater missbraucht. Vor dem dritten Lebensjahr? Ja. Woher weißt du das? Ich mache Therapie. Ja. Und durch körperliche Arbeiten, die ich mit meiner Therapeutin gemacht habe, ist das rausgekommen, weil ich bestimmte Träume halt hatte und so und die ich halt selber nicht deuten konnte. Also real kannst du dich nicht daran erinnern, kann man nicht, nein. Ne? Das ist soweit. Nein, also das war viel zu weit weg gewesen in dem Sinne. Ich hatte nur bestimmte Träume gehabt, also das ist, also praktisch gesehen, ich konnte mich an diesen Träumen nur ganz schwach erinnern, beispielsweise an Blumen oder an irgendwelchen Gerüchen oder so, die halt im Raum halt gewesen sind. Aber sonst andere Sachen konnte ich mich nicht wirklich erinnern. Ja. So, und dann damit bin ich dann zu meiner Therapeutin hingegangen und habe dann so zu ihr gesagt, passen Sie auf, so und so ist das. Und ich träume halt davon und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das jetzt real passiert ist oder ob ich das oder ob das nur ein Traum gewesen ist. So, und dann hat sie so zu mir gesagt, ob ich das rausfinden möchte. Daraufhin habe ich ja zu ihr gesagt und dann haben wir das halt innerhalb von körperlichen Arbeiten halt rausgefunden, dass es vor dem dritten Lebensjahr war. Was heißt denn körperliche Arbeiten? Also insofern, dass ich nicht wirklich viel reden musste, sondern dass wir das halt beispielsweise gemacht haben, ich sollte mich hinlegen und dann hat sie mich bestimmte Sachen gefragt und ich sollte mich dann nochmal da reinbegeben, praktisch gesehen. Mhm. Also in die Situation, so wie ich das halt dann in dem Moment gesehen habe, so wie in einem Traum halt. Mhm. Ist das jetzt eine für dich eine neue Erkenntnis, eine relativ frische Erkenntnis noch? Ja, also ich weiß es ungefähr, sage ich jetzt mal, seit 3 Monaten weiß ich das ungefähr. Was ist denn nach deinem dritten Lebensjahr passiert? Warst du weiter bei deinem Vater oder bist du irgendwo im Heim aufgewachsen oder was ist dann passiert? Nein, also das war so gewesen, ich war bei meiner Mutter. Also meine Eltern haben sich relativ früh wieder scheiden lassen. Also die hatten selber auch eigentlich nicht so eine gute Ehe gehabt. Und weil beide waren Alkoholiker gewesen. Mhm. Und mein Vater hat auch meine Mutter missbraucht über Jahre. Mhm. Und ja, dann haben die sich halt scheiden lassen, aber mein Vater hatte Besuchsrecht gehabt. Mhm. So, und in diesen Besuchszeiten halt, die er mit mir zusammen hatte, also das war nicht regelmäßig so, wie es halt sonst gewesen ist, also jeden Tag oder so. Mhm. Es war eigentlich so gewesen, dass es halt, ja, sag ich jetzt mal, immer zu seinen Besuchszeiten oder er hat mir eine Knarre am Kopf gehalten oder sowas dann halt. Also da kann ich mich selber noch dran erinnern. Ja, aber was war in der Zeit nach deinem dritten Lebensjahr? Das meinte ich vorhin. Ja, ja. Also vor meinem dritten Lebensjahr, da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Ach so, das ist danach dann weiter passiert auch. Ja, also ich bin... Aber da musstest du doch gar nicht so komplizierte Sachen mit deiner Psychologin machen, wenn es danach passiert ist und du dich auch real daran erinnern konntest. Ja, aber das, aber daher weiß ich halt, dass es vor dem dritten Lebensjahr passiert ist, das meinte ich. Wie lange ist es denn dann noch passiert? Also zu meinem 18. In der Nacht zu meinem 18. Geburtstag, also ich bin 18 geworden und dann bin ich nachts zu meiner Freundin gefahren und daraufhin war dann halt ein Typ gewesen, der mich wohl irgendwie schon beobachtet hat. Ich habe keine Ahnung, also ich war auch ziemlich stark angetrunken und der hat mich dann auch vergewaltigt. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich wissen, was mit dem Vater ist. Gab es Übergriffe von deinem Vater nach deinem dritten Lebensjahr noch? Ja, bis zum 11. Lebensjahr. Bis zum 11. Lebensjahr? Ja. Siehst du, das war jetzt so missverständlich. Du hast gesagt, mein Vater hat mich vor meinem dritten Lebensjahr und ich dachte, danach wäre da nichts mehr passiert. Doch, doch. Mhm. Also nach meinem dritten Lebensjahr war das auch noch gewesen. Mhm. nur nicht halt regelmäßig. Mhm, aber dennoch ist es immer wieder passiert. Ja. Ja. Lebt dein Vater noch? Ja, genau darum geht es halt, Domian. Also mein eigentliches Problem liegt eigentlich darin, mein Vater wohnt mit mir zusammen in einer Stadt. Mhm. Und es ist ganz einfach das, ich sehe ihn regelmäßig. Also beispielsweise, ich muss im gleichen Bus fahren, wo er halt drin fährt. Ja. Und ich habe ihn jetzt halt schon mehrere Male gesehen. Und ich war auch schon bei ihm ganz oft jetzt in letzter Zeit, also es ist, sage ich jetzt mal, die letzten 4 oder 5 Monate erst so, dass ich sogar zu ihm nach Hause gehe. Du gehst zu ihm nach Hause? Ja. Warum? Ich weiß es nicht.
beispielsweise, ich kann einfach nicht Nein sagen. Er sagt zu mir, kommst du morgen, beispielsweise, ich würde ihn heute sehen. Und er würde mich fragen, kommst du morgen vorbei? So, dann könnte ich nicht Nein sagen, könnte ich nicht. Und so ist es auch passiert schon einige Male? Ja, also ich habe ihn im Bus gesehen, ich habe mich vorher, also ich habe mich dann auch nicht bei ihm gemeldet oder so. Er hat dann beispielsweise gesagt, wollen wir uns morgen treffen? Da habe ich gesagt, habe ich halt ein bisschen rumgedruckst und so. Dann habe ich mich aber mit ihm getroffen. Dann bin ich halt zu ihm in die Wohnung. Und was ist da passiert in der Wohnung? Es ist gar nichts passiert. Er hat mich nicht angefasst, er hat gar nichts gemacht. So, also... Aber das Absurde ist, dass du eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt mit dem haben möchtest, im Prinzip. Nein, genau darum geht es. Und ich weiß nicht genau, was ich jetzt wirklich machen soll, weil ich sag mal, ich habe mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, ich habe der das halt erzählt und so, und sie hat mich dann nur gefragt, was ich ihr damit sagen möchte, warum ich ihr das jetzt gesagt habe. Und ich bin auch in der WG, also was heißt in der WG? Also ich habe mittlerweile meine eigene Wohnung, aber ich werde von der früheren WG werde ich weiterhin betreut. Ja, und darum geht es ganz einfach. Moment, jetzt wollen wir mal so eine seltsame Reaktion der Therapeutin, was sie sagt zu dir, was du ihr damit sagen willst. Und sie hat ja keine Hilfestellung geleistet, wie du mit diesem Zwang umgehen sollst. Ja, genau. Also sie hat da gar nichts zu gesagt. Also sie hat das relativ wütend gemacht in dem Sinne eigentlich nur. Sie hat mir aber nichts Wirkliches dazu gesagt, wie ich mich verhalten soll oder wie ich mit der Situation umgehen soll oder sonstiges. Und das möchtest du natürlich gerne, ne? Ja, weil das ist das, was mir ja helfen würde. Ja, klar. Und meine Betreuer in der WG, die sagen mir da auch nicht wirklich was zu. Also ich stehe da eigentlich ziemlich in der Luft. Kannst du das denn, ich meine, du wirst ja auch eine Weile schon oder sehr intensiv darüber nachgedacht haben. Gibt es irgendwie einen Anhaltspunkt, wo du selbst sagst, das kann aus der und der Richtung kommen, warum ich nun auch nochmal mit dem mitgehe? Das kann, also beispielsweise hinterher im Nachhinein, wo ich dann, also ich hatte, wie gesagt, erst habe ich mich eine ganze Zeit lang mit meinem Vater getroffen, so dann habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Also war dann erstmal der Kontakt wieder komplett weg gewesen. So. Und dann habe ich mit meiner Therapeutin nochmal darüber geredet und die meinte dann nur so zu mir, dass sie sich das gut vorstellen kann, weil ich bin jetzt 20 und meine Jugendhilfe wird bald beendet sein. So, und die hat sich halt mit mir zusammen überlegt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass ich mir jetzt irgendeine Person suche, die für mich da ist nach meiner Jugendhilfe. So, weil ich sag mal, so weit komme ich eigentlich ganz gut alleine zurecht, aber ich sag mal, es gibt immer noch so Tage oder auch Wochen, wo ich ziemlich depressiv in der Ecke sitze und gar nichts mehr mache oder dass ich mich auch selbst verletze. Hattest du Angst, als du bei deinem Vater warst? Ja, schon. Beispielsweise eine Situation, er wollte gar nichts machen eigentlich. Ich saß halt bei ihm so im Sessel und er ist an mir vorbeigegangen und wollte mir so über die Wange streichen. Und ich habe Fernsehen geguckt, ich bin total zurückgezuckt und habe dann in dem Moment richtig Panik gekriegt. So, und das Problem an der Sache ist dann fange ich auch an, mich wegzubeamen. Dich wegzubeamen? Ja, so dass ich dann praktisch gesehen, dass ich dann irgendwo hin verschwinde praktisch gesehen vom Kopf her und von der Psyche her, so dass ich dann nicht mehr im Raum bin. Aber nur ich sitze zwar noch da, aber nicht vom Kopf her, so dass ich mich wegbeam. Also eine Situation, die eigentlich gar nicht eintreten darf, die nur kompliziert ist und die nur vielleicht irgendwelche Gefahren birgt. Das heißt, im Prinzip ist das wahrscheinlich, ich erahne es, ich weiß es nicht, das ist ein sehr kompliziertes psychologisches Ding, was dahinter hängt, was sicherlich auch mit dem Missbrauch zu tun hat. Bin ein bisschen erstaunt über die Reaktion deiner Therapeutin, möchte auch, dass du mit meinem Psychologen gleich darüber redest. Ja. Denn es muss jetzt irgendein Trick, irgendein Ansatz gefunden werden, dass du zumindest da nicht mehr hingehst. Ja. Ich wollte aber jetzt am Ende des Gesprächs noch einen Aspekt ansprechen. Anzeige, hast du darüber nachgedacht, den Vater anzuzeigen? Ja, darüber habe ich schon mehrfach nachgedacht. Nur das Problem ist, ich sag mal, in der Therapie, ich kann da beispielsweise nicht wirklich über Einzelheiten reden und so. Das ist so das eine. Und beispielsweise in der WG, da sind ganz viele Mädchen, die haben Anzeige gemacht und so. Und meine Betreuer würden mich auch unterstützen. Stopp, ich muss mal sagen, du kannst in der Therapie nicht über Einzelheiten reden? Nein, also von mir aus. Also ich selber kann es nicht ansprechen, beispielsweise, deswegen mache ich ja hauptsächlich auch diese Körperarbeit. Beispielsweise, ich könnte jetzt keine Einzelheiten erzählen, was mein Vater jetzt alles mit also das heißt, im Moment ist das Thema Anzeigen und Anzeige erstatten ist kein Thema.
Nein, im Moment also nicht. Ich beschäftige mich hin und wieder schon damit. Mhm. Ganz klare Sache, auch bei den anderen Personen, die das mit mir gemacht haben, weil es war ja nicht nur mein Vater. Ja. Also aber es geht sicher darum, erstmal so eine Grundstabilität zu kriegen und vor allen Dingen auch solche Dinge zu unterbinden, von denen du gerade gesprochen hast. Ja. Deshalb möchte ich, dass du mit meinem Psychologen gleich redest. Mhm. Du legst auf, der Johannes ruft dich an und ich wünsche dir wirklich auch alles Gute. Ja, danke. Sandra, alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Uli Kapp, Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Annette Bastian, Gundel Blendin, Heinrich Stanzig, Pamela Koppay, Jan Gräfe zu Baringdorf, Dirk Winhüsen, Tim Stienauer und Johannes Brachthäuser. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema In meinem Leben dreht sich alles um Sex und Näheres zu unseren Themen könnt ihr nachschlagen und lesen unter domian.de. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende und wir sind Montag Nacht wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.